Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Factorio, weiter mit meiner Wenigkeit Glabur. So, jetzt wollen wir mal gucken hier. Bergbauproduktivität wird gemacht. Wir müssen heute erstmal gucken. Neue Aufnahmesession erstens. So. Ich würde gerne hier mal ein bisschen Platz machen noch. Einfach jetzt mal gerade anfangen. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich so richtig war, weil ich letztes Mal eigentlich schon recht viel gemacht habe in Factorio. Also, viel aufgenommen hatte. Ja, vielen Dank erstmal, dass ihr wieder fleißig dazuschaut und dies und jenes. Dankeschön. So. Wir könnten nochmal Bergbau machen, aber ich möchte... Ne, Öl sind wir fertig, ne? Ne, das ist Kohle... Kohleverflüssigung. Wie geil. So. Sind wir fertig mit Bergbau? Mit Bergbau sage ich schon, mit Öl. Was ist das? Robotertechnik. Tankwagen. Waggon. Achso, Waggon. Oh, Kevin, Alter. Ist noch früh morgens. Ich muss erstmal auf mein Leben klarkommen. Oh, was ist das denn hier? Oh, da können wir uns einen geilen Anzug anziehen. Ich glaube, das könnten wir später. Da können wir die Module verbessern. Das ist Bremswagen. Das ist Strom. Da ist wieder ein neuer. Oh, hier. Fortgeschrittene. Das sind nochmal bessere Öfen. Forschung können wir auch verbessern. Ich würde sagen, wir machen erstmal die Öfen. Materialverarbeitung. Alles klar, weiter. So, jetzt möchte ich hier gerne Platz machen. Eigentlich müsste ich mir angewöhnen, glaube ich, am Anfang erstmal über die Map zu laufen. Um ein klares Schiff zu bekommen. Weil ich habe mir überlegt, weil wir ja auch jetzt ziemlich viel Kohle durchhauen. Auch das vielleicht mal ein bisschen zu vergrößern. Und da muss ich mich, glaube ich, bald mit den Zügen auseinandersetzen. Aber gut, das kommt dann auch nach und nach. Wie gesagt, Leute, ich lasse mich hier absolut nicht stressen. Ich lasse alles auf mich zukommen und reagiere dann. Und dann werde ich in dem Sinne weitersehen. Einfach in der Ruhe liegt die Kraft. Seht euch das mal an, das sieht doch hier schon mal richtig gut aus, ja? Jetzt haben wir hier nämlich mal so ein bisschen aufgeräumt. Jetzt kann man mal beigehen. Ich glaube, wir haben nämlich noch welche. Und das ganze Holz in meinem Inventar jetzt. Achso, mehr Holz war das gar nicht. Okay. Gut, wir haben nämlich jetzt hier noch so ein paar Robotertechniken. Dann haben wir das nämlich auch mal ein bisschen vergrößert. So, dann können wir nämlich mal oh, das war dumm. Oh, hier hat ja gar nichts mehr Strom. Ups. Er hat nichts mehr Strom. Durch dich. Nicht.
Krieg denn jetzt hier keinen Strom? So. Da. So sieht das doch schon mal ganz gut aus, denke ich. Dann mal hier mal so ein bisschen vergrößert. Ich denke, dass das wohl dann wohl auch ganz okay ist. So. Jetzt muss ich mal gucken, wie weit waren wir mit diesen ganzen Mikrochips. Ich weiß, dass ich zum Schluss irgendwas mit der Munition noch gemacht habe. Eieieiei. Hier sind rote Mikrochips. Hier stellen wir rote Munition her. Ah. Blaue Fläschchen. Okay, blaue Fläschchen haben wir auch. Okay, die Stahlproduktion haben wir umgelegt. Das weiß ich auch noch. Wir bräuchten jetzt in dem Sinne blaue Mikrochips. Dafür brauchen wir wieder Schwefelsäure. Schwefelsäure. Ach ne, wir haben schon blaue Mikrochips gebaut. Ach, gucke mal da. Ui, Krieg. Okay. Wir haben sonst nur so ein Chrom geklaut. Mehr nicht. Also müssten wir hier auch noch einen Geschützturm hinsetzen. Ach, jetzt hat er ganz unten. Ich habe auch die falschen eingesetzt. Okay, Geschütztürme. Haben wir noch welche? Ich glaube, ich habe das Hut mir zu klein eingestellt. So, stellen wir uns mal noch Geschütztürme her. Können wir nochmal gerade nach hinten laufen. Und uns Munition gerade holen. Mal gucken, wie die Produktion allgemein läuft. Lalalala. Ich mag dieses Spiel. So. Blaue Mikrochips haben wir also. Das ist doch schon mal sehr schön. So. Na klasse, 138 Schuss. Das ist ja der absolute Burner. Ich glaube, ich muss die Produktion später vergrößern. Nehmen wir einfach mal als... Ach, scheiße. Bullshit, Alter. Wir haben so viel Munition noch im Lager. In der Tasche. Im Lager. Ich habe hier schon eine Kiste mit Munition. Und da auch. Und trotzdem kommen die nicht hinterher. Ich muss das unbedingt erweitern. Aber wir sollten erstmal da hinten Geschütztürme hinstellen. Wie gesagt, ich werde da immer so ein bisschen drauf reagieren, wie wir es benötigen, die Geschütztürme. Jetzt nicht, ja, ich kümmere mich jetzt komplett nur um Geschütztürme, genau alles 100% absichern. Also so wie es kommt. Weil der deckt hier ab. Wird man sowieso später abreißen können, weil man dann wieder irgendwo anders was hat. Okay. Sagen, der soll sich hier noch drum kümmern. Dieses Gebiet. Dann machen wir mal gelbe rein. Mauern.
So. Dann hätte ich gerne. Mal hier noch einen. Und da kommt mal die rote Munition rein, weil der hier komplett für sich alleine steht. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Könnte sich auch Blaupausen machen. Könnte ich mir den hier speichern. Gibt es hier eine Dribbelmauer? Dribbel, Junge! So, dann bauen wir mal noch zwei. Wir haben nämlich noch ein bisschen Munition über. Können wir noch Mauern herstellen? Nein. Aber der Weg ist nicht so weit. Einfach mal noch so ein paar Geschütztürme hinstellen. Alles easy. Guck mal hier, gar keinen Brennstoff mehr. Ach, das ist ja schön. Guck mal, wir haben eh so viel Holz gerade dabei. Bums, bums, bums. So, dann kannst du Kohle haben. Oh, wie sieht's bei dir aus? Du brauchst auch. Bitteschön. Ups, dann. Wie können wir herstellen? 67, das ist nicht. Es gibt dann irgendwann später auch Lichtbogenöfen, habe ich gelesen. Bin ich auch mal gespannt, was wir da noch. Man sich hier allgemein nachher noch so einflößen, dass man alles noch so machen kann. So, ich brauche Geschütztürme. Da. Und der geht jetzt bis da. Müsste man eigentlich hier noch einen hinsetzen, dann hätten wir das Gebiet abgesichert erstmal. Blub. So, dann hätten wir das nämlich auch. So sieht das schon ganz okay aus, würde ich sagen. Ich hoffe. Ja, Solarzellen springen. Hier komme ich gar nicht durch. Ich möchte da nicht zwischendurch laufen. So. Ja, ich. Batterien leuchten so schön, da gehe ich doch einfach mal durch. Unwahrscheinlich toll. Nicht. So. Wenn wir jetzt. Wir haben gesagt, wir brauchen blaue Mikrochips. Also wollten wir die herstellen. Und wir brauchen blaue Geschwindigkeitsmodule. Das ist wieder rot und grün. Also wir haben wirklich. Rot und grüne Mikrochips. Die Produktion wird so extrem leiden. Wirklich ohne Scheiß. Also wenn wir jetzt Geschwindigkeitsmodule herstellen wollen. Müssten wir das hier abgreifen. Weil blaue Geschwindigkeitsmodule, ja, brauchen nur das. Was brauchen wir noch? Batterien haben wir unten. Haben wir da. Und Kupferkabel. Hätten wir hier. Ja, das. Das können wir noch nicht. Das können wir dann bald machen. Das können wir auch noch nicht. Hier.
Das ist Roboter. Will diesen Nanosuit haben. Hört sich jetzt vielleicht wieder für jeden. Irgendwie finde ich das schon interessant. Mal die Kapazität erhöhen. Flammenwerfer. Was ist das? Granaten, Junge. Granaten. Sprengstoff. Oh, Mutti. Kugelschaden. Erhöht den Schaden von Projektilwaffen. Geschütz. Oh, Geschütztürme. Bräuchten wir aber schwarze Fläschchen. Brauchen wir nicht. Hier, Geschütztürmaschinen 3. Mhm. Also, so wie es aussieht, müssten wir normalerweise schwarze Fläschchen produzieren. Eigentlich. Ich werde mich jetzt aber gerade auf... Ja. Wir haben jetzt rot, grün, blau. Normalerweise wäre lila. Boah, Alter, das ist echt hardcore, Leute. Ohne Scheiß. Oh, wir haben neue Öfen. Lichtbogenöfen. Okay. Energieverbrauch 180. 180. Herstellungsgeschwindigkeit 2,2. Maximale Gesundheit 300, 350. Und wo ist dann der Vorteil? 5, 3. Wo ist der Unterschied? Wo ist der Unterschied zwischen den Lichtbogenöfen und den normalen Öfen? Das muss ich dann mir dann auch erstmal angucken. Ich sage auf jeden Fall wieder vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt hier bei Factorio. Bis morgen. Tschüss.